Moin zusammen, weiter geht's mit High-Rise City. Und ja, am Ende der letzten Folge war das Spiel irgendwie komplett abgekackt. Wir bauen noch eine zweite kleine Stadt im Norden, bevor es dann im Westen mit dem Industriegebiet weitergeht. Genau, da waren wir letztes Mal stehen geblieben. Kleine Wohnhäuser außenrum, Innenstadt, so ein paar Bürotürmchen, Wohnungstürmchen. Ja, sieht cool aus, wie das alles so zusammenwächst. 60.000, oh, fast 100.000 haben wir jetzt sogar schon an Einwohnern. So, klasse. Hatten wir hier Ressourcen, Rohstoffe? Guck mal. Obwohl Ressourcen eigentlich egal sind, hatte ich da als Tipp gelesen. Kalkstein, ne, brauchen wir ja außen nicht. Guck mal, da ist auch überhaupt nichts. Da könnten wir dann vielleicht noch mal irgendeine kleine Farm reinsetzen, irgendwas Kleineres. Nationale Spedition ist schon so gut wie ausgelastet. Wir fahren aber auch hier oben sämtliche Holzfälle ab, ne? Oha, guck mal, da könnte man eigentlich noch mal eine kleine Umgehung bauen. Sehr gut. Holz wird produziert. Dämmmaterial wird gerade krass verbraucht. Ich denke mal wegen dieser Instandhaltungsgebäude. Gebäudesanierung. Die verbrauchen nämlich Dämmmaterial. Das heißt, ich sollte da nochmal was nachsetzen. Dann schauen wir mal kurz, wie viel Müll wir haben und wo dieser Müll ist. Mal hier. Dann könnte man da nämlich Mülldeponie ein bisschen größer noch wieder machen. Und ein kleines Recycling-Center mit dran setzen. So, und das wird dann Gebäude im Bau. Das wird dann Dämmmaterial mit produzieren. 624, nee, komm, vergiss es, viel zu teuer. Dafür ist die Kühlerei, Kohlemine und tiefe Kohlemine auf Stufe 2 geht. Ich denke nein. Sehr cool. Produziert der Material. So, hier die Müllabfuhr, sehe ich auch. Die ist komplett voll. Da müsste auch noch mal sonst Recycling Center irgendwas ran. Hier hatten wir mal eine kleine Deponie, die ist inzwischen weg, weil die das da oben mit ranfahren. Und hier die Deponie im Stadtkern ist dann auch nicht so schön, ne? Bücher. Ja, und die sind unzufrieden wegen der Industrie. Dann müssen wir das Wohngebiet hier eigentlich durch Bürotürme setzen. Kann man die umsetzen? Nein, ne? Strom. Was ist mit dem Strom los? Kleine Glasschmelze hat keine Energie. Okay, dann schauen wir mal, was bauen wir denn da Schönes? Biogasanlage. Wir hatten noch hier irgendwo ein Müllkraftwerk, ne? Gas.
Wiederaufbereitungsanlage. Kleines, großes Müllkraftwerk. Das hier oben mit hin. Aber stinkt die komplette Nachbarschaft zu, ne? Nee, nee. Einige Müllkraftwerke produzieren keinen Strom mehr. Ja, weil ich keins hab, Mann. Okay. Passt da nicht hin. Sowas passt da hin. Forschungsmission abgeschlossen. Huch. Sie haben es geschafft. Die ersten 100.000 Einwohner. Davon haben wir alle hier geträumt. Laut ausgesprochen wurde es aber nicht. So zerbrechlich war die Idee. Ich möchte Ihnen im Namen unserer rund 22.000 Mitarbeiter weltweit gratulieren und Sie zum Weitermachen motivieren. Der Erfolg gibt Ihnen jetzt allerdings auch die Möglichkeit, eine neue Stadt zu errichten. In einem komplett anderen Bereich der Erde können Sie sich neuen Herausforderungen stellen. Die Karte Hongkong ist jetzt freigeschaltet. Wenn Sie sich für einen Verbleib entscheiden, wartet mit dem Weltraumhafen etwas Großes auf Sie. Steht der Weltraumhafen erst einmal, dann werden die Grenzen der Welt verschwinden. Eine neue Ära des Städtebaus wartet schon auf Sie. Okay. Naja, geil. Wir machen hier trotzdem erstmal weiter. So, dreimal Flatterstrom, danke auch. Das Spiel ist gespeichert. Erreiche Bevölkerung von 100.000, liefere 10 Millionen Lieferungen. Ach nein, Forschungsmission abgeschlossen. Jetzt habe ich 10 Millionen ausgegeben dafür. Abholen. Das war richtig teuer. Okay, ich brauch da was von, ne? Schalte in 2 Forschungsbäumen jeweils 10 Forschung frei. Wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5. Warte mal, wo hatte ich denn... Irgendwas hatte ich darauf schon auf Level 2 verbessert, oder? Nee. 8. Gebäudekosten reduzieren sich um 20%. Ich habe jetzt wie viel? 120 Forschungspunkte, ne? Erhöht die Bewohner aller Bevölkerung, wird erhöht. Reduziert die Produktion von Luftverschmutzung um 10%. Guck mal. Nehmen wir mit. Zonenbau und Kosten, Gebäudekosten, Bewohnerjubel, Bewohnerjubel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Da mache ich mal weiter. Erhöht die Produktivität aller Farmen. Unterhaltskosten, Rohmaterialienverbrauch, Industriegebäude verbrauchen weniger Wasser. Reduziert die Produktion von Umweltverschmutzung. Das mache ich dann doch nochmal. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Okay, hier brauchen wir noch einen von. Bewohner aller Bevölkerungskategorien sind 2% zufriedener. Da haben wir die ersten 10. Forschungsstufe 1. Überschüssiger Strom und Wasser wird verkauft. Ach, das wird automatisch gemacht. 6 haben wir, 7 haben wir. Gut, da machen wir noch 3. Erhöht die Produktivität aller Farmen. Produktionskapazität vom Fischer um 50% erhöht. Achso, da erhöht die Lagerkapazität der Industriegebäude. Okay. Okay, ich habe 3 Windräder, die irgendwie mal gefühlt gar nichts gebracht haben.
Kommen die nächstgrößeren. Offshore muss auf dem Wasser gebaut werden, ne? Genau, Wälder wegholzen, damit man Windkraft bauen kann. Da kommen allerdings nur zwei von hin. Und dann sollte ich auch wieder genug Saft haben. Ja, die Fabriken laufen an jetzt, ne? Sehr cool. Obst geht ganz gewaltig runter, aber ich glaube, weil wir es verkaufen. Ich weiß ehrlich gesagt gerade gar nicht mehr, was wir verkaufen. Ne, Obst zum Beispiel nicht mehr. Ne, Getreide. Rinderfarm, Hopfenfarm. Rinderhof. Schaffarm, achso. Ja, Wolle ist kein Problem mehr. Holz auf jeden Fall ein Problem. Okay, aber ich würde sagen, wir bauen jetzt in dieser Folge noch die Bürgermeistervilla. Und zwar kommt die hier, ups, hier irgendwie ans Wasser. Freie Form. So. Die große Kreuzung eigentlich nicht, oder? Ach komm, ist egal. Spiel gespeichert. Wasser. So, wie sieht es mit der Stromversorgung hier hinten aus? Hat man da Strom oder hat man da... Da hat man fast keinen Strom mehr. Mittelgroßes Umspannwerk ist schon gebaut, okay. Es gibt einen Mangel an Bäckereiprodukten. Was? Sind meine Brote alle? Tatsache. Bürgermeistervilla, aber das soll mich jetzt erstmal nicht stören. Wir wollen die Bürgermeistervilla bauen. Ja, Bingo. Es mangelt an Backwaren. Oha, Tatsache. Brauche ich mehr Getreide, ne? Mühlen haben wir ja. Bürgermeister Villa Oster. Keinen Brandschutz hat er da nicht. Da ist eine Polizei. Ja, wir könnten hier tatsächlich noch eine kleine Feuerwache reinsetzen. So, 80, 90, 100. Gebäudeeinfluss. Reichweite beträgt 25 Felder. Achso, erhöht den Richtwert wahrscheinlich, ne? Aber der soll alleine wohnen da. Der soll ein bisschen außerhalb seine Ruhe haben. Okay. So, dann muss ich mal schauen.
Dämmmaterial hatte ich, glaube ich, nicht mehr so viel. Ne? Das geht. Nee, doch, geht jetzt wieder ganz gut vorwärts. Kleines Recycling Center. Wie viele Büros haben wir? Büros haben wir genug, Leute haben wir genug. Nee, Fisch geht runter. Kleine Glasschmelze Carsten. Hat kein Quarz mehr. Okay, dann bauen wir doch noch ein Quarzwerk hier hinten. Bruch. Boah, könnten wir jetzt quersetzen, dann hätten wir da noch Platz für 100%, ne? Aber 90 ist auch okay. Hier hinten könnte man sonst auch irgendwie noch was machen. Ja, 90 reicht schon. So, dann kriegen wir Quarz, Beton, Stahlbeton, 340 Eisenerz. Hier haben wir über. Eisenerz. Ach, ich dussel. Eisenschmelzen, guck mal hier. Ich dachte gerade fertiges Eisen. Kohle haben wir auch nicht. Ziegel und Lehm haben wir aber ganz, ganz viel. Ja, Holz und Bücher müsste ich tatsächlich noch mal irgendwie gewaltig nachbuddern. Könnt mir hier noch mal reinsetzen. Holzproduktion. Sägewerk, Holzfäller. Da, mittelgroßer Holzfällerbetrieb. 132%. Allerdings soll das dann eine Umgehungsstraße sein. Da soll noch ein großes Recyclingcenter ran, obwohl wir, glaube ich, momentan gar keinen Müll mehr haben, ne? Richtig gut. Das Spiel ist gespeichert. Großes Recyclingcenter. Ja, guck mal, hier könnte das ran. Das heißt, mit der Straße kann ich hier ruhig hochfahren. Gerade. Hier aus. Ah, Rasterfang. Guck mal hier, Haken rausnehmen. Sehr cool. Städtische Müllabfuhr, großes Recyclingcenter. Regionale Müllabfuhr. Städtische Müllabfuhr, guck mal, können wir auch hinsetzen. Da lassen wir nochmal den Platz. Großes Recyclingcenter, hier dann hin, ne? Allerdings Kollision mit Strommasten. Backwaren sind Mangelware. Ja, du machst mal kurz ein bisschen Pause. Strommasten hier weg. Sehr fein. Okay, Backwaren sind Mangelware. Was ist denn hier los mit den Mühlen? Haben die keine Lust mehr oder wird? 187%. Die ist aber fleißig am Ackern, Alter. 144%. Aber wir haben zu wenig Getreide wahrscheinlich. Müssen wir irgendwo noch mal ein Getreidefeld setzen. So, Eisenerz. Sammeln wir immer noch nicht. Hier hinten hatten wir, glaube ich, noch Eisenschmelzen. Ne? Nee, Werkzeugschmieden, Eisenmine. Eisenschmelze, guck mal hier, alle schmelzen aus. Sieben Schmelzen, ja, die sind jetzt alle aus. Okay, Getreidefeld.
Landwirtschaft. Ja, wenn ich das Windkraftwerk hier außen hinsetze, oder da oben, hier noch neben. Das könnte man machen, ne? Weil das produziert nur 100. 120. Verlieren wir ein bisschen Energie dadurch. Allerdings mit der Landmaschinenfabrik. Ja. Könnte hinhauen, wenn ich hier noch ein Getreidefeld dran setze. Die Reichweite wird wahrscheinlich später auch noch vergrößert davon. Okay, dann versetzen wir das mal. So, Nahrung, Getreide. Gebaut. Planungsbüro. Und Landmaschinenfabrik. Da müssen wir mal schauen. Könnte knapp sein. Ja, doch. Müsste eigentlich drinne sein. Okay, Zeit war gerade angehalten. Spiel gespeichert. Hatte ich vergessen, dass die Zeit noch angehalten war. So, plus 50% hat er auf jeden Fall schon. Planungsbüro. So, 100% werde ich gebaut. Arbeiter und Wasser. Und wir können hier auch noch hinsetzen ein Technologiezentrum. Guck mal hier ans Eck. Ja, wird die Rinderfarm wird es jetzt nicht so unbedingt was bringen, ne? 156% durch dieses Technologiezentrum, ne? Produzieren mehr Strom. So, hat die Windkraftwerke mit drin. Prozent. 156. 156. Prozent Getreidefarm. 300%. Die schafft ran. 309%. Sind schon 250 Tonnen drin. Sehr, sehr geil. Zeit, dass er... Produkte sind mangelbar. Ja, ich weiß. Bin noch dran. Brauchen Getreide. Subvention, damit könnte ich auch arbeiten, ich Idiot, ne? Guck mal hier. Getreidefarm. Brauereien. Subvention machen wir mal auf 15%.
Wie sieht's mit dem Eisenerz aus? 340 Tonnen, ja guck. Neue Gebäude verfügbar. Katsching, jetzt habe ich nur vergessen, welche Gebäude ich da verbessern kann. So, Eisenschmelze läuft wieder los. Da haben wir 4 Stück. Kohle müsste sich dann ja auch gerade erholt haben. Tatsächlich. Fehlen 359 Büros. Ich hatte doch eben noch. Oha, Hopfenfarm wird gerade abgeholt. Nationale Spedition. Städtische. Hier oben haben wir auch eine nationale. Holt von damit ab, ne? Okay, wir brauchen mehr Büros. Und hier ist ein fettes Minus. Ah, hier, Luftverschmutzung hat sich reduziert. Sehr cool. Da könnte man noch Büros ransetzen. Spiel gespeichert. So, und hier wollte ich eigentlich Industrie noch weiter bauen in irgendeiner anderen Folge. Auch schon wieder vergessen. Können wir auch noch Büros ransetzen? Und dahinter wieder kleinere Wohnungen, ne? Okay. Läuft. Wir haben Büros 271 noch über. Alle besetzt, ne? Gut, 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 gut. Getreide, nee, wird nicht besser. Tonnen, ja. Wo habe ich schon wieder nicht mehr? Mal den Quarzbruch verbessern. Wo waren meine Eisenminen? Tonnen. So, Fisch geht weg, Gemüse geht weg, Getreide kommt langsam wieder. Ich glaube, ich muss hier echt noch so eine nationale Spedition einsetzen, die ja alles einsammelt. Bäckereiprodukte sind Mangelware. Ja, ich weiß. Bin doch dabei. So, Holz, Lehm. Will ich da noch Lehm haben oder mache ich das da oben dann mehr? Kohle auf die Seite.
Eisen hier gar nicht. Quarz, Kupfer. Guck mal, Kupfer können wir hier später irgendwie ein bisschen rausholen. Gold, Titan, Edelsteine, Lithium, Kalkstein. Dann haben wir hier tatsächlich ein bisschen Platz. Hier an den beiden Ecken machen wir zwei nationale Speditionen hin. Also erstmal natürlich nur einer. So, die ist nämlich komplett ausgebucht. Die auch. Boah. Regionale Müllabfuhr ist auch ziemlich voll. Nationale Spedition, die ist auch ziemlich voll. Da ist Hälfte jetzt nur noch. Pferd, Wolle und Farbe. Könnten allerdings auch Getreide da oben abholen, ne? Sehr cool. So, genug Büros. Obst geht jetzt komplett in den Keller. Subvention 25%. Dann stecken wir da ein bisschen mehr Geld rein. Genauso in den Fischfang. Es gibt einen Mangel an Obst. Wolle haben wir sehr viel. Erz geht auf jeden Fall runter. Das Spiel ist gespeichert. Wenn wir so viel Eisen haben, können wir die drei Schmelzen hier einmal kurz anhalten. Okay, Quarz hat sich mit dem Verkauf, glaube ich, erledigt. Bretter und Lehm müsste ich mal... Das kann erstmal weg. 500. Kohle ist auch rückläufig. Wolle. Bier lasse ich. Glas lasse ich auch. Das sind zwei sehr, sehr gute Einnahmequellen. Brot kann erstmal weg. Stattdessen verkaufen wir Hopfen. Der läuft nämlich auch sehr, sehr gut gerade. Das Mehl lassen wir auch. Stattdessen geht Lehm erstmal weg. So, Werkzeuge durch Wolle und Kohle. Durch Ziegel oder nee, Eisen, oder? Stahlbeton könnte ich auch verkaufen stattdessen. Super. Okay, Erz steigt wieder. So, jetzt weiß ich gerade nicht mehr, was ich vorhin verbessern konnte. Quarz war es nicht. Achso, stimmt. Hier, Stahlbetonwerk war das, glaube ich, ne? Genau, das können wir auf Stufe 3 bringen. Ja, mach das mal.
LKW sind unterwegs. So, 40-50% und die Stahlschmelze konnte ich noch nicht verbessern. Okay, schade. Das kommt aber auch noch. So, 100%, 120% reicht auch für Stahlbeton erstmal. Wie sieht es hier mit Getreide aus? Okay, können hier nochmal schauen. Städtische Speditionen, die füllen ja im Prinzip nur die Supermärkte auf, ne? Das ist ja alles super. Hübsch, hübsch, hübsch. Stadion, Stadtpark hier im eigenen. Am Wasser. Nee, ist ein bisschen übertrieben. Der hat ja schon seinen eigenen kleinen Park. Es mangelt an Backwaren. Neue Gebäude verfügbar. Okay, mangelt an Backwaren. Aber Getreide geht in die Höhe. Jetzt brauchen wir eigentlich noch mehr Mühlen. Getreidemühle. Ja, die müsste ich auf Stufe 2 oder 3 kriegen. Das wäre super. So, Fisch wird subventioniert. Obst wird subventioniert. Hopfen und Wolle wird verkauft. Getreide. Getreide wird nicht subventioniert. Da schaue ich auch noch mal kurz rein. Ressourcen. Das ist nicht. Ist in der Bank. Bankmenü öffnen. Da, Subvention. Ziegel werden subventioniert. Nee, die nimm mal wieder raus. Holz. Wird subventioniert. Fisch, Obst, Textilien. So, Bier. Okay. Läuft. Ja, Leute. Rechtsverkehr, ne? Also, ja, ein Verkehrsupdate würde ich mir noch wünschen, dass sie die Straßen auch ein bisschen mehr nebeneinander nutzen. Nicht immer alle nur auf der linken Spur hintereinander. Da kommt ganz, ganz viel rüber. Die beiden kleinen Kraftwerke müssen hier auch weg, damit da nochmal eine Mühle und eine Bäckerei hin kann. Umsetzen. 156%, aber es ist jetzt trotzdem halt nur so ein kleines Windrad. Sehr gut. So, letzte Amtshandlung. Eine Bäckerei. Obwohl, ja, genug Lehm. Lehm, sag ich schon. Mehl haben wir ja eigentlich, ne? Trotzdem, Bäckerei. Mühle, Mühle. Bauen wir erst die Bäckerei. Zack.
So, dann hoffen wir mal, dass es damit dann bergauf geht. Wir können auch die Bäckereien subventionieren, ne? Warum mache ich sowas eigentlich nicht? Auch erstmal auf 25. Schon wieder 12 Millionen zusammengespart, ne? Da könnte man jetzt eigentlich Forschung. Schade, nochmal 10 Millionen kann ich nicht überweisen, ne? Oh Gott, Gott. Produziere. Achso, das ist das, was ich schon fertig habe. Erhöht die Zufriedenheit von Investoren. Produziere 5000 E-Autos. Es hilft Gedöns, Schmuck, iPads oder sowas. Irgendwelche Konserven, Wein. Bauen Stadion, bauen großes Rathaus. Kathedrale, Universität. Warte mal, ich kann doch mein Rathaus hier verbessern. Das hatte ich doch hier oben, glaube ich. Arztpraxis, Supermarkt. Rathaus. Aufwerten zu großes Rathaus. Forschung wurde abgeschlossen. Forschungsmission abgeschlossen. Ja, guck mal. Zack, bau ein großes Rathaus. Jetzt haben wir noch 25. Produktionskapazität von Fischer um 50% erhöhen. Warte mal, wie viel habe ich denn da gerade? 225. Warum? Baue drei Obstplantagen. Nee, danke. Gerade nicht. Bäckereiprodukte sind ja, die Mühle arbeitet schon 187%. Die auch 187. Viel gespeichert. 234 sogar die Bäckerei. Ne? Wenn das mal nicht läuft hier. Mittelgroße müsste ich auch hier hin und das auch. Und dann kann ich da noch anderen Kram wieder ransetzen. Aber in der nächsten Folge, hier machen wir Schluss und sehen uns bald wieder. Viel Spaß weiterhin. Bis gleich. Und ciao.